Worauf die Menschen warten, ist Folgendes, dass irgendjemand in einem weißen Kittel daherkommt und sagt, hey Leute, ich habe hier eine besondere Pille. Und die ist die Antwort auf alle eure Probleme. Und das Beste ist, ihr könnt alle eure Gewohnheiten beibehalten, ihr müsst nur diese Pille nehmen und es wird sich alles zum Positiven verändern. Und dann kommt ein Biochemiker daher aus Dorsten, der vielleicht sogar ich bin, und der euch sagt, dass das niemals so sein wird. Ihr müsst als allererstes verstehen, egal welches Substanz, Mittel, Pflanze, was auch immer ihr einnehmt, es wird niemals jene sein, die die Krankheit für euch besiegt, sondern es wird immer euer Körper sein, der in Kooperation steht mit diesem Mittel, was ihr einnimmt. Es gibt drei Hauptgruppen, in denen man quasi alle Krankheiten der Menschheit zusammenfassen kann. Und das sind zum einen Entzündungen, zum anderen Krebs und zum dritten Pathogene, das heißt Viren, Bakterien und Pilze. Kann ein Öl überhaupt antibakteriell wirken? Das ist hier die Frage. Hier habe ich es. Es ist das Schwarzkümmelöl. Und ich sage euch, die Antwort ist ja. Es kann antibakteriell wirken. Ich nehme davon 1 bis 2 Esslöffel am Abend, je nachdem, getrennt von Nahrung, weil es sich natürlich hier um Fett handelt. Fett schließt sich um die Zellen, weil die Zellen natürlich auch in der Doppellipidschicht besteht, auch aus Fett. So können die bestimmten Nährstoffe schlechter in die Zellen gelangen, deshalb trenne ich es von Nahrung. Die Frage ist, antibakteriell ja, und zwar warum? Ich präsentiere euch hier wirklich exklusiv die Tabelle der wirklichen Inhaltsstoffe des Schwarzkümmelöls, die so absolut nicht zu finden ist im Internet. In einer kostenpflichtigen Studie seht ihr hier. Was fällt jetzt auf? Ich habe markiert, grün, die Bestandteile der Terpentinderivate. Jetzt denkt sich jeder, oh Gott, Terpentin, irgendwie ein Lackdingens. Nein, Terpentinderivate sind letztendlich die Bestandteile, die in Kiefernharz vorkommen. Also echtes Terpentin ist nichts anderes als destilliertes Kiefernharz. Das echte Terpentin, ne? Nicht das synthetisch hergestellte Lackmittel, womit man dann irgendwelche Lacke mischen kann und so weiter. Nein, wir reden hier vom tatsächlichen Bestandteil des Kiefernharzes und wir sehen sehr, sehr viele Parallelen und des Weiteren auch viele Pinienderivate, die ich hier gelb markiert habe für euch. Ebenfalls, ganz klar, die Nadelhölzer sind in dem Sinne, also dessen Harze sind die potentesten, weil sie natürlich in so großen Monokulturen vorkommen. Der größte Wald ist der boreale Nadelwald der Welt. Und dass diese Monokulturen nicht verrotten, weil sie beständig Schädlinge haben, die alles ausrotten, das passiert nicht, weil sie so mächtig sind. Und deshalb ist dieses hier der kleine Bruder in dem Sinne davon, ja? Ups, den Fokus verloren. So, und jetzt geht es letztendlich in die Studienlage rein. Was kann es letztendlich, wirkt es wirklich antibakteriell? Was gemacht worden ist, man hat einen bestimmten Erreger auf einer Petrischale gezüchtet und dann dementsprechend beträufelt mit den letztendlich Substanzen. Und zwar handelt es sich um den Erreger Staphylococcus. Staphylococcus wollen wir auf keinen Fall in unserem Körper haben. Der wurde gezüchtet und dann letztendlich wurde er beträufelt mit Schwarzkümmelöl. Und was herausgekommen worden ist, dass man zunächst, zeige ich euch erstmal die Positivkontrollgruppe, das heißt mit einem bestimmten Antibiotikum wurde es versetzt. Und man sieht natürlich hier die Höfe. Ja? Und jetzt schauen wir mal die Negativkontrolle in dem Sinne, aber so ist es nicht, sondern der Schwarzkümmelöl. Und man sieht hier auch ganz klar auch Höfe gebildet worden. Das heißt, es wirkt genauso. Und das sehen wir gerade noch zusammengefasst in der Tabelle 4 hier. Und zwar sehen wir hier einmal, das war glaube ich 15 bis 20 mm Hof, ja, bei den Schwarzkümmelöl und nur 22 bei dem Antibiotikum. Das heißt, also 20 bei dem, hier sind zwei verschiedene, wie ihr seht. Das eine ist das aus Äthiopien, das wurden zwei bestimmte Quellen, das ist etwas stärker. Und man sieht hier genauso potent quasi wie das Antibiotikum. Und das ist schon wirklich sehr, sehr signifikant. Jetzt kann man sagen, okay, dann wirkt es ja wie Antibiotikum. Antibiotikum hat aber seinen schlechten Ruf, weil es natürlich alle Bakterien tötet. Und man sieht auch, studienbasiert ist es so, dass Schwarzkümmelöl zum Beispiel kein E. coli tötet. Das heißt, E. coli 0,1 unserer Darmflora, letztendlich E. coli ist sehr, sehr wichtig, weil die meisten sind nicht Krankheitserreger, also klar, E. war einer, das war aber eine Mutation. Die meisten sind nicht Krankheitserreger, 0,1% unserer gesamten Darmflora macht es aus und sie sind vitaminbildende Bakterien, zum Beispiel Vitamin K, sehr, sehr wichtig. Ja? Vitamin K wichtig für Koagulation, das heißt Blutgerinnung. Und deshalb wirkt es quasi selektiv auf Pathogene und nicht auf die körpereigenen Bakterien und das ist, was es letztendlich absetzt von dem eigentlichen Antibiotikum. Gehen wir zur nächsten Studie über. Und zwar geht es hier bei, jetzt haben wir letztendlich die pathogene Wirkung letztendlich schon kennengelernt. Jetzt geht es einfach um die entzündungshemmende Wirkung. Nochmal ganz kurz.
rückwirkend zu meinen Videos, ich habe viele neue Zuschauer, habe ich bereits in einem Video schon mal erklärt. Ich blende das hier nochmal ganz kurz ein, wie letztendlich Entzündungen bei uns im Körper entstehen. Das muss man ganz kurz verstehen, und zwar als erstes Omega-6. Ja, kennt ihr alle? Ja, Linolsäure. Omega-6 fördert Entzündungen. Das ist richtig. Diese wird umgewandelt in Gamma-Dihomohlimoensäure, die letztendlich dann wieder umgewandelt wird zu den bestimmten Arachidonsäure. Die Arachidonsäure wird dann mit bestimmten Enzymen, zum Beispiel Cyclooxygenase, dann letztendlich zu Prostaglandinen. Das sind die Schmerzmediatoren, letztendlich, die dann Schmerz letztendlich hervorrufen. Bei uns im Körper, die dann auch letztendlich gehemmt werden durch die bestimmten Ibuprofen und so weiter. Oder es gibt den Weg, dass bei der Arachidonsäure letztendlich dann die Lipooxygenase wirkt und dann entstehen Leukotriene. Und diese letztendlich rufen letztendlich hervor natürlich Entzündungen. Und man sieht auch hier, die zum Beispiel die B4, es gibt verschiedene, ja, B1, 2, 3, 4, 5, der verschiedenen Leukotriene in dem Sinne. Und diese letztendlich wirken dann da nicht nur entzündungsfördernd, sondern auch eine Schwellung, eine Wassereinlagerung. Und genau das ist in dieser Studie hier letztendlich hervorgegangen. Ja? Und zwar geht es hier um eine Studie, die dann künstlich in dem Sinne etwas hervorgerufen hat. Und zum Beispiel diese Wassereinlagerungen, ja, durch einen bestimmten Stoff. Und das war hier dieses Carrageenan. Und das ist letztendlich auch geschwürbildend, sieht man hier, Veränderung des Immunsystems. Das ist ein E-Stoff, ja, ganz interessant auf einmal, E407, ja. Und der findet Anwendung in Wurst, Zahnpasta, Milchprodukten, Babynahrung als Verdickungsmittel. Und es ist ein bestimmtes Geliermittel so in dem Sinne, ja. Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass der Körper das letztendlich im Loswerden will, ja. Und damit reagiert er natürlich auch auf Entzündungen, ja, und mit Wassereinlagerungen, weil er das letztendlich loswerden will. Das ist das gängigste Mittel sozusagen für die Studienlage mit einer künstlich hervorgerufenen Entzündung, um letztendlich entzündungshemmende Stoffe letztendlich dann zu testen. Ja? Aber es findet letztendlich auch Anklang in unserer normalen Lebensmittelindustrie. Es lässt einmal etwas zu denken. So, und jetzt wurde einmal verglichen, das heißt BCSEO, das heißt Black Cumin Seed Essential Oil mit Indomethacin. Indomethacin ist ein bestimmter Stoff, der Pharmaindustrie letztendlich dann bestimmt darauf wirkt, Entzündungen und so weiter zu blocken. Zunächst einmal zu der Konzentration. Ganz wichtig, 400 Mikroliter versus 10 Milligramm Indomethacin. Wenn wir quasi mal Kilogramm und Liter gleichsetzen würden, das kann man nicht genau machen, weil es sich ja nicht um reines Wasser handelt. Ja, ein Kilogramm ist auch ein Liter. Da die Molmassen aber so ungefähr ähnlich sind, mache ich das jetzt einfach mal, damit man so Pi mal Daumen ungefähr mal diesen Wert hat. Es ist sehr intelligent gewählt worden, so damit für den Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht gleich klar ist. Aber es geht hier um die 25 höhere Dosis von Indomethacin gegen Schwarzkümmelöl. Und jetzt schauen wir mal die Ergebnisse an. Und man sieht hier, dass, also wie gesagt, Umrechnung, ne, ganz klar. Und man sieht hier, dass 87% weniger Schwellung auftraten bei Schwarzkümmelöl mit einer 25 mal geringeren Dosis, gegen 79% der Hemmung der Entzündung bei Indomethacin. Was soll man dazu noch sagen? Also wie funktioniert das Ganze überhaupt? Das ist letztendlich darin, wie ich euch gerade erklärt habe, die bestimmten Leukotriene, ja? Die letztendlich durch die Lipooxygenase letztendlich, die Arachidonsäure oxidiert, werden letztendlich dann gehemmt, ja? Und beziehungsweise unterdrückt, ja, in dem Sinne. Und das Gleiche wurde auch nochmal getestet in bestimmten Ohrenödem. Und man sieht hier auch, eingeblendet, studienbasiert, 50% Hemmung der Entzündung bei bereits 20 Mikroliter. Also sehr, sehr wenig, aber von außen aufgetragen, ganz wichtig. Widmen wir uns einmal der Schmerzwahrnehmung. Und man sieht hier auch antinozizeptiv, das heißt der Grad für Schmerzempfindung letztendlich, also gegen die Schmerzwahrnehmung so. Und man sieht hier, Morphin wurde eingesetzt, das stärkste Schmerzmittel überhaupt. Und man sieht hier auch wieder 25 höhere Dosis, wie gerade auch. Und man sieht hier nach der Zeit, also nach 120 Minuten, ein Vergleich von 51,5 für das Schwarzkümmelöl gegen nur 32,1 des Morphins. Und damit ist es letztendlich auf die lange Sicht gesehen wirksamer als Morphin, ohne letztendlich diese Nebenwirkungen der, das es quasi süchtig macht. Man muss auch ganz klar sagen, hier, dass Morphin am Anfang viel stärker wirkt auf den Organismus. Kumin eher eine unterschwellige Wirkung haben, aber länger hinaus letztendlich dann wirkt
und auch stärker wirkt letztendlich dann auch nach 120 Minuten als das Morphin. Das ist auch sehr, sehr signifikant. Zuletzt ist noch zu klären, geht es um die Krebswirkung und ich konnte mich da gar nicht retten vor Studien letztendlich. Und ich habe einfach mal den aggressivsten Krebs so genommen, den man so nehmen kann. Das ist zum Beispiel, ja klar, der Blutkrebs. Ja. Und man sieht hier auch nach Einnahme 65% höhere Apoptoseraten der Krebszellen durch Schwarzkümmelöl, selbst im Blutkrebs. Und ich mache es mal einfacher. Ich habe hier allgemeine Studien, seht ihr hier. Ja, 9 Studien, noch weitere darin verlinkt in diesem Artikel. Zu Blutkrebs, zu Brustkrebs, zu Magen, zu Bauchspeicheldrüse, zu Lunge, zu Haut, zu Niere, zu Prostata. Ich verlinke euch die Studie, unten die Sammelstudie, die auf ganz viele kostenpflichtige Studien letztendlich weiterlinkt, wenn ihr euch da noch weiter belesen wollt. Ich denke, das sollte wirklich reichen als Inhaltspunkt und als weiter Forschungspunkt für euch. Ja, das war es soweit von mir. Ich habe euch gezeigt, dass alle drei, also das heißt Entzündung, Krebs und antibakteriell und sogar noch Schmerzempfinden durch dieses Schwarzkümmelöl letztendlich auch gehemmt ist, ja, das ist Öl. Ich nehme das auch wirklich, wie gesagt, täglich ein, ist auch in meinen Empfehlungen unten. Es ist wirklich ein Wundermittel der Natur, meiner Meinung nach. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich denke, ihr konntet viel, viel lernen über dieses Öl, das gesündeste Öl der Welt. Nicht ganz, es gibt noch eins, was etwas vielleicht, das Kiefernharz ist eben, glaube ich, noch etwas potenter als dieses. Aber das lehnt schon sehr, sehr nah an diesem dran und es ist wirklich eine Bereicherung für uns. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, mir einen Daumen nach oben da lasst, sehr, sehr wichtig, und das Video sehr, sehr gerne teilen und den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr immer informiert werdet, wann ein neues Wissensvideo hochgeladen wird für euch, das vielleicht eure Gesundheit bereichern kann. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, Rohvegan am Limit, ciao!